Oh, hi, fetziges Opening. Wir spielen The Lower Higher Game. Wir sind zurück im Jahr 2015 auf den YouTube-Kanälen eurer liebsten YouTuber, die jetzt alle aufgehört haben, weil sie, keine Ahnung, auf Twitter gecancelt wurden oder so. Ich bin dabei. Mir gehört der Kanal. Johnny ist da. Der Chat, der Twitch-Chat. Und die ersten Ansätze meiner Depression, also meine drei besten Freunde. Wie geht's euch denn heute so? Wundervoll, wundervoll. Danke für die Nachfrage. Oh, der Twitch-Chat, da ist er auch. Dein Arsch braucht einen Szenenübergang. So. Hört sich das. Johnny. Jetzt kennst du das Lower Higher Game? Ja, natürlich kenne ich das. Okay, es ist relativ simpel. Da ist eine Sache. Da ist noch eine Sache. Es geht um Google Trends. Und wenn die Sache häufiger gegoogelt wurde als die Sache, dann klickt man auf Higher und wenn nicht auf Lower. Und dann musst du halt raten, was häufig gegoogelt wird. Und ich würde sagen, wir machen erstmal. Wenn wir in der Klasse. Johnny, du fängst an. Du sagst, ich klicke. Ah, ja. Johnny. Direkt verloren, oder wie? Ja. Als ob. Hey, von den Queenfeld-Fallen habe ich noch nie was gehört. Ah, sowas von. Zurück ins Menü. Okay, versuchen wir. Ja, jetzt bin ich. Okay, Johnny darf normal. Das ist so, bei Null ist. Bei Null darf man normal. Du darfst normal versuchen, Johnny. Okay. Okay. Wir haben Homer Simpson und wir haben American History X. Was würdest Lower. Du sagen? Ich weiß Lower. Gar nicht, was das ist. Es könnte wahrscheinlich, es könnte vermutlich irgendeine populäre Serie sein aus den USA oder so. Aber ich vertraue dir. Ich sag Lower. Und Johnny hat wieder in der ersten Runde verloren. Alter, was ist das? Wieso man bestimmt denkt, das ist so logisch. Jeder kennt Homer Simpson, jeder kennt die Simpsons. Aber die Leute suchen dann Simpsons oder die Simpsons oder Worst Simpsons, aber nicht Simpsons einfach so. Okay, Johnnys dritter Anlauf. Schafft diesmal mehr als einen. Wir haben Schweppes und wir haben die Oakland Raiders. Johnny. Ich sag Haya. Diesmal Haya. 1.500.000. Johnny hat einen Punkt geschafft. Oh mein Gott, mein Leben hat wieder einen Sinn. Das ist aber viel. Football darf man nie unterschätzen und Baseball. Das ist da gut drüben auf der anderen Seite von dem großen Teich ein Ding. Eine Sache. Lower. Lower. Ich weiß auch nicht, was das ist. Christian Dyer. Das ist wie so, nee, wie so ein. Joe Rogan. Das ist wieder. Ich weiß nicht, wie gut sich Johnny auskennt mit Menschen. Ich würde sogar sagen, ha, ja. Ich hab keine Ahnung von Menschen. Ey, ich dachte, Joe Rogan ist. Kann sein, dass das war, bevor sein Podcast so hart durch die Decke gegangen ist. Oder ist es was komplett anderes? Ich bin schlecht darin. Okay, ich muss jetzt Johnny's Score von 2 schlagen. Okay, wir haben den Super Bowl und wir haben Finding Nemo. Ey, ich würde tatsächlich Lower sagen. Ich glaube, mehr Leute suchen den Super Bowl als Findet Nemo. Findet Nemo ist ein guter Film. Aber das ist so ein heftiges Sportereignis. Ich war mal in einem KFC am Super Bowl-Abend und musste da 20 Minuten oder so warten, bis ich bedient wurde. Ich wusste tatsächlich nicht, dass Super Bowl-Abend ist. Noch mehr Erläuterung für Johnny: Am Super Bowl-Abend essen die Leute mal Chicken Wings. Oh, okay. Und die einzige Kette, die wirklich Chicken Wings vertreibt im deutschsprachigen Raum, ist KFC. In den USA ist es leichter, da hat jede Bar irgendwie Chicken Wings oder so. Was hab ich denn Bock auf KFC? Das war das einzige Mal, glaube ich, seit überhaupt, dass ich in einem KFC war. Auch nur, weil da jetzt irgendwie Sonntag war und nichts anderes auf hatte. Seit am Bahnhof war in der Nähe und ich dachte mir, yo, kann ich eben hingehen? Und ausgerechnet dann ist Super Bowl, also lower. Ja, sehr viel lower. Okay, der kleine Prinz. Ich kann mir vorstellen, dass sie ungefähr gleich viel gesucht werden. Ja, aber ich glaube, der kleine Prinz wird weniger gesucht. Ja. Das ist ein berühmtes französisches Buch. Also Batman ist, das Bild ist seltsam, aber Batman ist, die Leute lieben Batman. 3, yo!
Siehst du. Scheiße. 3 Millionen, wie? Ja, moin! Ja, moin! Ich weiß, ich bin gerade wirklich am Überlegen, was. Danke, dass wir dir diese beiden historischen Persönlichkeiten miteinander vergleichen können. Ich würde sagen, dass der Adi weniger gegoogelt wird. Ja, ich glaube auch. 1 Million ist schon internationaler. Aber trotzdem 1 Million pro Monat. Wahrscheinlich sehr viel Historisches. Wahrscheinlich so Schüler in der Mittelstufe, die 4 Jahre lang nur Zweiter Weltkrieg haben und die ganze Zeit dafür für die Hausaufgaben googeln. Käsefondue würde ich sagen, ist lower. Jetzt habe ich Lust auf Käsefondue. Ich irgendwie auch. Ja, 40.000. Flüge. Fliegen oder Käsefondue. Beides sehr wichtige Dinge für Menschen. Jo, 5 Millionen. Das ist das höchste bisher. Ja, wenn man so generell nach Flights, wenn man irgendwo hinfahren will oder hinfliegen will. Ja, vorhin haben wir noch über Twitter geredet. Jetzt ist es gleich hier. Oh nein. Twitter ist überall. Ja, Paya hat heute ein Video auf Twitter gemacht, wo er gesagt hat, wie toll Twitter doch ist und dass es erst nice findet. Und ich dachte mir, yo, Twitter ist dazu da, dass es toxisch ist und du es hast. Was fällt dir ein, Pai? Shit, ich weiß, wie viele. Muss bedenken, Twitter ist international so. Ja, aber ich frag mich. Aber ich glaube nicht, dass viele Leute halt irgendwie nach Twitter googeln, um dann halt auf Twitter zu kommen. Ich denke, die meisten benutzen es halt über die App oder haben irgendwie so einen Schnelllink. Also ich würde sagen, lower, glaube ich, tatsächlich. Yo, nein, 83 Milliarden. Millionen, whatever, okay. Ich hab Twitter unterschätzt. Alter, wie viele Leute sind auf Twitter? Ich folge vielen Leuten. Aber wer gibt denn, nutzen so viele Leute tatsächlich Twitter am PC? Das kommt mir so komisch vor. Ich benutze es auf jeden Fall am PC aktuell mittlerweile. Okay. Wollen wir mal eine Runde zusammen versuchen? Mhm. Okay, schauen wir, gehen wir in den Classic-Modus. Wir haben Kellogg's und wir haben Royal Robbins. Ich weiß nicht, wer Royal Robbins ist. Und so wie ich Johnny kenne, weiß er es auch nicht. Nein, keine Ahnung. Habe ich noch kein Bier gezahlt. Vielleicht ist es der weltbekannteste Fassadenkletterer oder so. Aber ich glaube, selbst der weltbekannteste Fassadenkletterer wird echt wenig gesucht. Ich würde für Lower plädieren. Ja, ich auch dazu. Für Lower. Ja, okay, 22.000. Geht so. Okay, hast du schon mal von Katar gehört, Johnny? Katar. Woher kennst du? Ja, hast du schon mal gehört, Johnny? Ich kenne nur Xatar, den Rapper. Wen? Xatar, den Rapper kenne ich. Katar, die Stadt, das Land, wo die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen werden soll. Als ob du davon noch nie was mitbekommen hast. Von mir noch nie. Da merkt man wieder, Johnny ist in seiner Freizeit irgendwie politisch nicht wirklich interessiert. Da wird seit Monaten, seit Jahren wird schon eine Debatte darüber gehalten, ob es moralisch, ethisch vertretbar ist, an dieser WM teilzunehmen, als Zuschauer hinzufahren oder so, weil die halt super krass mit so einer modernen Form von Sklaverei eigentlich die ganzen Stadien gebaut haben und da schon ein paar tausende Menschen bei gestorben sind. Als ob du noch nie von Katar gehört hast. Wir gehen auf den Mond. Katar ist. Unser Wirtschaftsminister ist vor kurzem da gewesen, um Gas zu kaufen, damit wir nicht mehr abhängig sind von Russland. Ich sag Haya. Ja, ich sag auch Haya. 1,8 ja. Millionen, Milliarden, whatever. Okay, ich denke, das ist jetzt einfach. Ich glaube, PayPal wird echt. Ich glaube, die Leute suchen oft nach PayPal. Ja. Ich meine, selbst ich benutze es über den Browser. Ich benutze wenig Dinge über den Browser. Machen wir higher. Yo! 8 Millionen weniger als Twitter. Es kann sein, dass ich wieder die Person bin, die nach dem Hintermond lebt, aber. WeChat. Der WeepChat. Nie gehört. Also safe lower.
Ich kann mir vorstellen, Watts vielleicht höher als PayPal. Es könnte auch irgend so ein super seltsamer Streaming-Service sein, so Nachrichtendienst sein, irgendwie sowas. Der größte Nachrichtendienst in China oder so. Ich vertraue dir mal, machen wir mal lower. Ja, aber trotzdem 6 Millionen. Es wird häufiger gesucht als Hitler. Das wäre jetzt unser Vergleichswert. Das ist scheiße. Manchester by the Sea. Das ist anscheinend ein Filmfestival in London. Okay. Denkt man, vielleicht die Leute in London würden es halt suchen, so. Für ja, Karten, aber keine 6 Milliarden, oder? Nee, safe nicht. Ja, aber trotzdem, eine 1,5 schon. Ist das eigentlich eine Million oder eine Milliarden? Das müssten 100.000 sein, eine Million, okay. Sechsstellig, 6 Millionen sind immer Millionen. Ah, das ist ja. Das wird jetzt was über unsere Gesellschaft aussagen, ob die Leute eher nach sich um ihre Rente sorgen oder um das Manchester by the Sea Film Festival. Ich befürchte, dass es lauer sein wird, aber die Leute machen sich in den letzten Jahren echt Sorgen um ihre Rente. Weißt du, wir müssen uns Sorgen um unsere Rente machen und wir sind jung und knackig. Mein Arsch sieht aus, als wären da zwei pralle Äpfel drin. Nicht so ein Backblech hinterm wie du, Johnny. Ja, aber heute knackst du noch. Bei mir knackst du noch. Ich bin schon so alt. Aber for real, Rente ist gruselig. Wir werden vermutlich, ja, keine Ahnung, auf den Maisfeldern arbeiten müssen, bis wir 90 sind oder so, Johnny. Ich werde YouTuber, bis ich 90 bin. Verdiene damit mein Geld. Nein, ich mache jetzt keinen fiesen Kommentar. Das ist nur erstmal die Monetarisierung frei, Johnny. Du hast es darauf angelegt. Okay, Pension, ich. Wollen wir an die Menschheit glauben oder wollen wir traurig sein? Higher oder lower? Higher. Higher, glauben wir an die Menschheit. 49.000! Was? Als ob wir so wenig gesucht haben! Die Leute kümmern sich nicht um ihre Pension, was soll das? Ich hab ein klatschendes Pferd, das einen Daumen hoch gibt, cool. Ey, lass das nochmal versuchen. Ich find's zu zweit spaßiger. Ja, wir können gleich nochmal gegeneinander machen oder so. 2001 ist Space Odyssey gegen Namibia. Ein Film gegen ein Land. Aber es ist halt eins von den Unwichtigen. Das klingt jetzt wieder so gemein. Es ist eins von den Ländern, die für die Leute sich nicht jucken. Frag mal, ich hab solche Videos, solche Straßenumfragen gesehen, wo US-Amerikaner ein Land in Afrika benennen sollten und keiner wusste irgendeins. Johnny, nenn mir ein Land in Afrika. Afghanistan. Falsch, noch ein Versuch. Nigeria. Du kannst auch einfach Südafrika sagen, warum nehmen das die Leute nicht? Sogar Afrika im Titel, du könntest auch noch Ägypten nehmen oder Libyen oder Tansania. Namibia würde ich sagen ist lower. Vielleicht suchen es die Leute in Namibia. Hat tatsächlich nur 2,3 Millionen Einwohner. Wir haben versagt. Die alle da drin haben es gegoogelt. 2,3 Millionen. Nee, so viel nicht. Heute habe ich einen Short auf YouTube gesehen, da ging es um da ging es um irgendwie so eine super isolierte britische Insel, die in der Mitte vom Atlantik liegt und wie die Leute da ihre Pakete zugestellt bekommen über Amazon. Die liegt wirklich so mitten im Atlantik. Du kennst auch wirklich mit Aussicht auf Fleischbällchen, oder? Natürlich. Das ist Affenfels, versteckt unter dem Affen Atlantischer Ozean. Okay, wir haben Hipster oder wir haben The Beach Boys? Hipster kenne ich die Beach Boys allerdings nicht, aber Beach Boys könnten eine Band sein, die alte Leute suchen. Also von der Farbgebung her nicht so Eltern, sondern mehr so Großeltern oder Urgroßeltern. Ja, von den 90er, 60er Jahren bis 1970er Jahre waren die aktiv so. Das weißt du aus dem Kopf oder hast du gerade gegoogelt? Das weißt du nicht aus dem Kopf? Hä? Das weiß doch jeder. Ich würde sagen, heutzutage werden die Hipster mehr gesucht. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, so, ich sehe mich als Hipster. 74.000. Ich sehe dich auch als Hipster. Oha. Kevin Spacey, ja, das ist ein gutes Thema. Der Typ hat zum Glück überhaupt nicht Leute sexuell belästigt. Das ist das Gute daran. Ich würde sagen, trotzdem ist er higher als die Beach Boys.
Ja, glaube ich auch. Ja, 2.700.000. 2.700.000. Okay. Ich hab's gesucht nach Hitler. Wir haben wieder American History X. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, das hatte so vorhin nur so um die 300.000 gehabt, oder? Ja, ich glaube, ja, in die Richtung. So lower. Ja, 301. Dalmatine. Bugs Bunny. Bugs Bunny gegen American History X. Ich glaube auf jeden Fall, ja. Vor allem, jeder kennt Bugs Bunny. Das wird mittlerweile genau wie Mickey Mouse. Ja, also, ich weiß nicht, ob die Leute nicht erkennen würde. Aber Mickey Mouse wurde zum Beispiel inzwischen durch Mario abgelöst. Also mehr Kinder kennen Mario als Mickey Mouse. Echt? Ja. Ist traurig. Also ich finde Mario cooler. Und Chris Pratt. Ich weiß, ich werde Trauma darauf, aber ich prognostiziere, wenn es nicht higher ist, dann hat es was mit Blasendenken zu tun, weil wir halt in der Cartoon-Bubble sind. Das Gefühl haben, jeder sucht Bugs Bunny. Ach, du hattest recht, aber minimal mehr. Minimal mehr. 368.000. Uff. Aber ist okay. Weißt du zufällig auch, ohne es zu googeln, wer der gute Darren Aronofsky ist? Das schreibt man, den zweiten Namen schreibt man Aronofsky, falls es jemand googeln möchte. Aber du natürlich nicht. Ich will dir nur helfen, damit du dich in deinem Gedächtnispalast zurechtfinden kannst, den du in deinem Kopf hast, wie Namen Sherlock. Ich habe den Namen noch nie in meiner Lebensspanne in irgendeiner Form gehört. Erinnere dich genauer, Johnny. Erinnere dich. Ich kenne nicht mal das Gesicht so. Du sollst es googeln, Alter. Ach so. Wie wird so schrecklich daran, indirekte Sachen zu kapieren, so wie... Oh, ist das ein Drehbuchautor? Ah. Hat er was Nices gemacht? König der Löwen oder so? Irgendwie kein Film, den ich wirklich kenne. Nenn mal ein Beispiel. White Boy Wick, 750, Pacified, Some Kind of Heaven, Pi, Wiki for a Dream, Below, The Fountain, The Wrestler, Black Swan, The Fighter. Ich sag lower, ich glaube, da sind tatsächlich ein paar populäre Filme bei, aber ich glaube, der Auto wird nicht so viel gegoogelt wie Bugs Bunny. Und du kennst eh nur Cartoons, Johnny. Ist aber weniger. Wenn es nicht animiert ist, kennt Johnny es nicht. Was soll das heißen? Was war der letzte nicht animierte Film, den du gesehen hast, Johnny? Das ist eine gute Frage. Tatsächlich wollen wir demnächst Harry Potter anschauen. Ja, stimmt, Johnny hat noch nie Harry Potter geschaut. Doch, ich habe Teil 5, 6 Mal geschaut. Ich habe 2 Teile geschaut, aber nicht alle komplett. Du hast 5 Mal Teil 6 geschaut. Nee, einmal, wo es im Fernsehen kommt. Aber ich habe mir die ersten 2 Teile ausgeliehen. Ich werde sie demnächst anschauen. Ah, okay. Die Singapore Airlines oder Darren Aronofsky? Airlines darf man nie unterschätzen, weil die Leute suchen viel nach Flügen. Die Leute lieben es, von A nach B zu fliegen. Hin und her, geschäftlich oder in den Urlaub. Weißt du noch, damals diese vegane Kreuzfahrt, die von Dings ausgestattet ist, von Sylt. Was war vor ein paar Tagen eigentlich auf Sylt los? Ich glaube, Sylt wurde irgendwie geradet oder so von Leuten, wie die Area 51 damals. Haben sie alle ihre großbrüstigen Waifu-Alien-Goth-Girlfriends bekommen. Naruto One, to Area 51, too fast. Ich sag higher. Ja, ich sag auch higher, wie der Mond. Yo, 1,8 Millionen. Richtig krass. Okay, wir haben Klassiker, Johnny. Erinnerst du dich an Temple Run? Ja, ich kenne den Namen, ich hab's nie gespielt. Aber du kennst, ich hab's mal ein bisschen gespielt. Ich hab den zweiten Teil gespielt, aber ich hab's immer mal beim Kumpel gesehen, der hat den ersten Teil gespielt. Temple Run war auf jeden Fall eine fette Sache. Aber ich glaube nicht, dass es... Ja, es war schon... Also, mir war immer so Subway-Server so das Ding, aber nicht Temple Run. Ich habe mir den Namen gehört, aber Subway-Server eher so. Temple Run war halt vor Subway-Server da. Das war halt so dieses... So ein Mobile-Game, der wirklich früh... So wirklich der frühen Stunden. So wie Angry Birds. So in einer Liga mit Angry Birds oder... Cut the Rope. Das war 2015.
Würdest du sagen lower? Ich würde sagen lower. Ja, ich auch lower. Vor allem heute weniger. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, die Daten sind irgendwie von 2018 oder 19 oder so für das Spiel. Und ich glaube, da hat sich keiner wirklich mehr für Temple Run gejuckt. Yo! Yo! Yo, ich wurde gerade bedient. Wir wurden bedient. 6 Millionen, Johnny. 6 Millionen Alter. Leute haben... Wieso haben 6 Millionen Leute Temple Run gegoogelt? Nostalgie. Das kann es vielleicht sein, aber... Was? Ich meine, okay, aber warum googeln die das? Ich verstehe, wenn sie es im App Store suchen würden, aber Google? Wer googelt denn Temple Run? Es ist und bleibt ein Rätsel. Okay, wir haben leicht einen Einstieg diesmal, Johnny. Wir haben das iPhone X gegen den Holong Bay. Das iPhone X hat 11.100.000 Suchen. Ich bin mir nicht 100% sicher. Es könnte lower sein, aber ich glaube, es könnte higher sein. Ey, wir machen lower. Wir machen sowas von lower, Johnny. 165.000, yo. Okay. Easy, es geht. Das ist eine easy Runde jetzt. Der Halong Bay gegen Pokémon. Meinst du, die Leute googeln nach Pokémon, Johnny? Was ist Pokémon? Ich habe allein heute dreimal nach Pokémon gegoogelt. Ja gut, ich suche auch mal nach Pokémon. Yo! Mehr, genauso viel wie für das iPhone. 11 Milliarden. Ja, es ist das größte Multimedia-Franchise der Welt. Natürlich wird es viel gesucht. Okay. Pokémon gegen Klettern. Ich glaube wahrscheinlich sogar lower. Ja, ich meine, lower. Wenn Leute klettern wollen, dann klettern sie einfach. Ich glaube, die googeln nicht danach. Die wissen, wie man klettert. Oh, scheiße. Jedes Kind. Es ist Larry Bird. Weißt du noch, als sie, weißt du noch in Futurama, als die Harlem Globetrotters gegen 5 Larry Birds trainiert haben und meinten, yo, jetzt können wir jeden schlagen und dann kamen 6 Larry Birds. Da kenne ich Larry Bird. Das Problem ist, ich habe kein... Larry Bird ist, glaube ich, irgendwie... Der ist irgendwie aus den 70 in den 70ern oder so 60er Jahre war der, glaube ich, ein berühmter Basketballspieler. Aber ich weiß nicht, ob der relevanter oder unrelevanter als Climbing ist. Die Frage muss man sich halt wirklich mal stellen. Weil ich hatte nie was von den Larry gehört. Den einzigen Larry, den ich kenne, ist Larry Lobster. Also mein Tipp wäre, glaube ich, Laura. Ja, ich auch. Shit! Haja. Also 100.000 mehr. Als ob das auch noch gesucht wird. Oh ja, erzähl mir, wie ich Geld sparen kann, wenn ich Super Smash Bros. Ultimate für die Nintendo Switch kaufe. Das ist Frontron. Ich habe neulich sehr viele Videos von ihm geschaut, zusammen mit Hibiton. Ui. Ja, wir wollten eigentlich Halo Infinite spielen, aber wir dachten uns, Alter, lass mal genau an dem Tag, wo das Spiel geupdatet wird, wie Season 2 spielt und... Wir sind nicht reingekommen ins Spiel und dann war es irgendwann 10 oder so. Dann hat es endlich funktioniert und dann so, ja, okay, machen wir morgen. Okay, wir haben Pest Control gegen die Eagles. Die Eagles scheinen Musiker zu sein. Ich würde die Musiker werden immer viel gesucht wegen den Songs oder so. Ja, ich glaube die Eagles. Aber wenn ich von der Band noch nie was gehört habe. Sie klingen schon irgendwie nach den Beatles. 1,8 Milliarden. Millionen. Okay, die scheinen auf jeden Fall berühmt zu sein. Weil das ist ja wieder so eine 70er-Band. Hey, Fever? Ich hab auch keine Ahnung. Ich muss aber googeln, was Hey, Fever heißt. Ich glaube wahrscheinlich hohes Fieber. So wie der aussieht. Oder massiver Durchfall. Ich würde sagen, weniger. Ich würde sagen, auch weniger, aber die Leute suchen wahrscheinlich viel nach irgendwelchen Symptomen und dann sagt ihnen Google, dass sie AIDS haben. Ah, Klassiker. Also funktioniert Google. Wir haben jetzt Tony Blair. Ich habe von dem schon mal gehört. Ich auch in gewisser Weise. Ich glaube, das ist halt irgend so ein amerikanischer Sporttyp, Mann, der Sportsachen kommentiert. Ein britischer Politiker. Ja, genau das, was ich gerade gesagt habe. Sportkommentiermann.
Ich würde sagen, Haya. Zumindest haben wir von ihm schon mal gehört, anders als dieser Typ namens High Pepper. Ich würde auch sagen, Haya. Oh, der war for free, das ist ein Unentschieden. Die werden. Das ist eine Ehre für einen Politiker, genauso oft gegoogelt zu werden wie High Pepper. Vorbei. Ey, jetzt wirst du wieder kommen mit deinem ich liebe Popeye, ich würde ihn gerne auf seinen Augapfel küssen, aber ich glaube, Popeye ist scheiß irrelevant. Scheiß, oh, das war mein Mikrofon. Ich glaube, auch. Ich habe mein Mikrofon gehauen. Ja, der war halt irgendwie, würden sie jetzt sagen, was waren die häufigsten Google-Suchanfragen aus dem Jahr 1920 oder so, würde ich sagen, ja, okay, aber so auf jeden Fall lower. Ja, ich glaube auch was lower. Was zum? Jetzt sind wir noch so high? 1,8 Milliarden. Was haben die Leute mit Popeye? Und warum hat Popeye 1,8 Milliarden, aber irgendwie... Ich habe mich sogar wegen Popeye gesucht. Ja, 1,8 Milliarden ist... Ist es Popeye? Ich meine, Bugs Bunny hatte vorhin vergleichsweise irgendwie 300.000 oder so. Ja, das stimmt, deswegen... Popeye? Was haben die Leute mit Popeye? Ist das vielleicht irgendwie so ein Fetisch? So, yo, ich stehe auf Cartoon-Charaktere mit super fetten Armen. Können sie mir ja, richtig, dann können sie sich mehr in die... Können sie den Arm mal in meinen Arsch reinschieben oder so? Okay, wir haben den Grand Canyon gegen die Sopranos. Die Sopranos kenne ich nur von der Super Mario-Verarsche. Ich glaube aber, die Sopranos, das war eine sehr beliebte Serie. Ich würde Haya sagen, obwohl der Grand Canyon, da reisen immer sehr viele Leute in die Google danach. Boah, das ist mehr als 800.000 ist schon eigentlich ganz stabil. Wenn man für denkt, wenn es in Amerika kommt, Amerika ist größer. Ja, und die Sopranos, die kommen beide aus Amerika. Und aber Sopranos war auch so ein Ding, die Serie lief, glaube ich, in den frühen 2000ern. Ich glaube 2017 oder 18 oder wann das erstellt wurde, da wird nicht mehr so viel danach gesucht. Also ich würde jetzt eher lower sagen. Was denkst du? Ja. Lower? Ja, lower. Ja, 200.000. Richtige Entscheidung. Okay, die Olympischen Spiele? Jetzt stelle ich mir die Frage, waren da Olympische Spiele in dem Jahr? Und waren es wichtige Olympische Spiele oder waren es die Winterspiele? Ich würde, glaube ich, sogar sagen, Olympics sucht man generell öfters. Ja, ich würde sagen auch higher. Ja, okay, aber minimal higher, das war kein Olympia-Jahr, 300.000. Johnny, kennst du den Film Good Will Hunting? Das Bild sagt mir was. Ich muss einmal googeln, worum es in dem Film geht. Good Will Hunting. 20 Jahre alte Will Hunting lebt in einem Arbeiterviertel von Bürstenhalter. Er ist wild, rebellisch, charismatisch und genial. Als Reinigungskraft an der Universität löst er heimlich schwierige Aufgaben des Mathematikprofessors Limbo. Als Will wegen einer Prügelei immer wieder vor Gericht steht, setzt sich Lambeau für ihn ein und schickt ihn zu einem Therapeuten. Bei ihm soll Will sich seiner schwierigen Familiengeschichte stellen. Klingt nach einem Kunstfilm. Der berühmte. Also Matt Damon ist in dem Film. Ben Affleck. Robin Williams. Cassie Affleck. Der unbekannte Affleck-Bruder. Und Stellan Skarsgård. Ich würde aber sagen, lower. Der ist aus den 90ern, der Film, also. Ja. The Good Will Hunting ist relevanter als die Olympischen Spiele. Halleluja! Ah. Hier lernt man so viel über relevantes Zeug. Ja. Die Leute lieben Good Will Hunting, aber hassen die Olympischen Spiele. Okay, wir machen mal wieder eine getrennte Runde. Johnny, du fängst an. Wir machen jetzt wieder gegeneinander. Ah ja. Casablanca oder Adele? Adele. Ah ja. Ah ja. Du hattest recht. Aber ja. Aber krass, dass Casablanca auch noch so 600.000 Mal gesucht wird. Das ist auch ein Klassiker. Okay, die Boston Red Sox oder Adele? Ich würde sagen Boston Red Sox wegen Baseball. Aber 2 Millionen hatte Adele, das weißt du.
Ich denke es dir gut, Johnny. Ich denke es gut. Lower. Lower. Richtige Entscheidung. 800.000 nur. Dachdecker. Die sind fast so relevant für, wie Schuhputzer. Wahrscheinlich lower. Die Berufe werden wohl selten gesucht. Ja, außer es ist irgendwie Pornostar. Irgendwie schon. Mein Homer mag zwar ein Idiot sein und ein Trottel und ein Kommunist, aber er ist kein Pornostar. Game of Thrones, Haya. Johnny. Game of Thrones. Haya. Ja, safe, Haya. Alter, genauso viel wie das iPhone. Holy moly. Ich wollte mir mal Game of Thrones anschauen, ich habe es bis jetzt noch nie gemacht. Ich auch nicht. To Kill a Mockingbird. Safe lower. Ja, ist auf jeden Fall. Der Lamborghini, Johnny. Denkst du, Leute googeln den Lamborghini? Allein ich google den jeden Tag tausendmal. Ja, ja. Ich könnte mir vorstellen, Hunter googelt den viel. Ich auch. Ist auch nur. Nee, ich glaube, Hunter ist eher so BMW-Fan, BMW. Ich kenne gar keine Autos. Ich weiß, was ein Käfer ist. Der ist oben rund und spielt in Herbie mit. Oh, 3 Milliarden. Karma. Lamborghini oder Karma? Ich würde sogar sagen lower. Hätte ich jetzt auch gesagt, tatsächlich. Ja, weil die Leute glauben nicht so sehr an Karma. Oh, jetzt wird's interessant. Karma gegen die IP-Adresse. Ich habe Journeys IP-Adresse, deswegen kann ich seine Identität klauen und seine Spezi. Ich kann mir vorstellen, dass es Haya sein könnte, wenn Leute irgendwie darüber was wissen möchten, aber es könnte auch Lower sein. Es könnte wie beides sein. Ich kann mir da beides so vorstellen. Wie ist die IP-Adresse von Obama? Ey, das ist eine Option, wie Leute das googeln können. Ich würde sogar sagen Haya. Okay. Lower. Was, Lower? Ja. Also, wie viel Lower? Gutes Stück. Okay, aber du hast eine 7. Ich muss jetzt eine 7 schlagen. Das ist schon schwierig. Okay, wir haben Salmonellen gegen Judaism. Das Judentum gegen Salmonellen. Warum kriege ich immer so seltsame Sachen? Ich würde sagen lower. Dieses Bild bei Salmonellen. Ja, die Leute googeln nicht viel nach dem Judentum. Wimbledon, das ist ein großes ich glaube das größte Tennisspiel im... Ich glaube, das wichtigste Match in einer Sportart wird schon häufiger gegoogelt als das Judentum. Aber das haben wir Judentum. Wimbledon da 2 Milliarden oder so. Oh shit, das ist jetzt schwierig. Wir haben Wimbledon, das Tennisturnier gegen Malcolm X, den Aktivisten. Das ist der Bürgerrechtsbewegung der USA. Ich würde lower aber trotzdem sagen, weil Wimbledon findet noch jedes Jahr statt und Malcolm X ist tot. Ja, es hat funktioniert, meine Logik. Oh, jetzt sind's Raiders of the Lost Ark. Indiana Jones. Keine Ahnung, hast du Indiana Jones gesehen? Ich habe die ersten 3 gesehen und fand's super. Ehrlich gesagt nicht. Also so gar nicht. Ich kenn's zwar, aber... Es ist jetzt schwierig. Auf der einen Seite sind es halt ältere Filme, auf der anderen Seite sind es halt solche Klassiker. Das ist, als würdest du sagen, yo, die Leute suchen nicht nach Star Wars, weil es alt ist oder so. Ich glaube, es ist higher. Ja, Nein, lower. Ich habe verkackt. 135. Nein, also... Nein. Das geht an Johnny. Die Runde geht an Johnny. Erstmal Devin. Ich würde sagen, wir machen noch eine gemeinsame Runde und dann wechseln wir mal zu Google Feud oder so. Dab auf die Hater, Johnny. Okay, wir haben die Bulldogge gegen den Film Cool Running. Der Bulldogge hat eine Krawatte. Lower. Ja, aber es ist ein guter Film. Ich habe den gesehen zur Hälfte. Hä? Das sieht nach Venice Gaming sieht nach irgendwas aus, was wir kennen sollten. Ist das irgendein Cartoon oder so? Sieht aus wie so irgend so ein YouTuber oder sowas. Sieht aus wie das Aule, wie die wahre Form des Aulhauses. Venice Gaming ist tatsächlich ein YouTube-Kanal. Ah, okay. Ich würde gerne die zweite Staffel Aulhaus mal zu uns rüberbekommen.
Ich auch. Aber ich glaube, du hättest safe mehr gesucht. Der hat 65,6 Millionen Abonnenten. Ja. Mehr als ich mir jemals geben könnte. Na, aber auch nicht so viel mehr. 300.000. Ich hätte so gern die zweite Hälfte von Owl House. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich habe einen Charakter gesehen, der irgendwie so ein Geistding ist und der sieht irgendwie voll cool aus und ich will jetzt wissen, was es mit ihm auf sich hat. Meine Schwester erzählt mir auch, dass sie die ganze Zeit irgendwie Shipping Art bekommt. Also von Lucy und Amity. Ja, das weiß ich. Die Leute fahren ab auf das Couple. George Foreman, der verkauft Grille. Aber George Foreman Grill oder Venice Gaming? Wer ist stärker? Ich habe wieder das Gefühl, die sind gleich auf irgendwie. Ja, ich auch. Aber ich glaube, ich würde aber vorsichtshalber auf Lower tippen. Wollen wir auf Lower gehen, Johnny? Das ist eine gemeinsame Runde. Ja, Lower. Er ist drunter sogar. Ich habe 100.000. Scooby-Doo! Das ist dein Spezialgebiet. Ich würde halt sagen, hi, aber ich weiß nicht, ob das wieder so Bubble-Denken ist. Obwohl Popeye hat auch irgendwie eine Milliarde oder so an Aufrufen, also ich bin mir da sehr unsicher. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es auf jeden Fall mindestens 300.000 bis 500.000 hat. Mindestens, also es wird bestimmt auch häufig so, vor allem es gibt bestimmt auch voll viele Scooby-Doo-Werke. Versuchen wir higher. Yo, 1.220.000. Sag ich ja. Du suchst so oft danach. Mindestens 220.000 auf Suchanfragen sind nur von mir in dem Jahr gewesen. The Dark Knight. Es ist halt ein sehr beliebter Batman, aber ich bin jetzt halt ein bisschen unsicher, weil wir hatten vorhin Raiders of Lost Ark und der hat irgendwie so 123.000 nur gehabt. Aber es ist halt der Batman-Film schlechthin, aber ich glaube nicht, dass der irgendwie noch über 1 Million Mal gesucht wird pro Monat oder so. Ich meine, Scooby-Doo ist ein ganzes Franchise, es ist ein einzelner Film, es ist ja nicht mal die Dark Knight-Trilogie oder so, es ist einfach nur der Mittelpart. Ja, ich glaube Lower. Lower. Jo, aber 673.000 ist immer noch ziemlich stabil für ein Jahr Film von 2006 oder 2007 oder so. Das stimmt. Burger King. Ich würde sagen, die Leute suchen mehr nach Burger King. Ich auch. Burger King ist so ein internationaler Markt, die ist in jedem Land. Also da muss man alle längst damit überrechnen. Würdest du sagen, über 1 Million oder ich sag über 1 Million Leute. Hey, über 1 Million. Ich würde sogar sagen, über 3 Millionen. Ja, damit bist du ganz gar nicht so schlecht. 6 Millionen. The Big Lebowski, das ist ein Kultfilm, aber ich würde nicht sagen, dass der häufiger gesucht wird als Burger King. Ganz ehrlich. Minimal weniger, denke ich mal. Also minimalistisch weniger. Na, sehr viel weniger. 300.000. Okay, shit, jetzt haben wir zwei Sachen, wo ich keine Ahnung. Es geht wieder um Sport, aber es geht um keinen relevanten Sport. Es geht um Beachvolleyball. Ich mag Beachvolleyball. Das habe ich mal in der Zeit gern gespielt. Ja, hast du damals die Kontroverse mitbekommen bei den Olympischen Spielen? Nein. Beim Beachvolleyball, da haben sich da ist eine Mannschaft disqualifiziert worden, weil sie sich nicht nackt genug angezogen hatte. Die hatten zu viel an. Es steht im Regelwerk, dass weibliche Strandvolleyballspielerinnen so wenig bekleidet sein müssen wie möglich. Das macht von hinten keinen Sinn. Ja, für dich nicht, aber ich glaube, viele schauen tatsächlich nur wegen den Kurven und Rundungen der Spielerinnen überhaupt Beachvolleyball. Ich meine, es gibt auch Leute, die gehen zu Hooters. Das ist auch ein Restaurant, wo es einfach auch nur darum geht, das Essen ist schlecht, aber dafür kannst du Möpsis angucken. Möpsis ist ein ausgezeichnetes Synonym. Und knackige Ärsche. Die werden da serviert. Higher oder lower? Higher. Ich vertraue dir mal, Johnny. Ich hätte lower. Es sind was 400. Okay, ich vertraue dir, Johnny. Ja, überhaupt nicht. 50.000. Was? Ja. Ich sag doch, Beachvolleyball juckt keinen. Die schauen sich's nur bei der Olympiade an. Olympiade. Okay, ich meine eine. Sagte mir, ich weiß was, wir machen noch eine Runde. Ich möchte einmal die 7 schlagen. Bisher hatte nie jemand mehr als 7 Punkte, meine ich, gehabt. Okay, wir haben Coachella. Das ist ein Coachella-Festival, hat aber nur 18.000. Das ist halt echt nicht so viel gegen irgendeinen
Es sind zwei Sachen, mit denen ich nichts anfangen kann. Das Coachella Festival gegen irgend so ein Zyklon. Denkst du, die Leute suchen eher ein Festival oder ein Zyklon? Zyklon ist so eine Windverwirbelungsdingster. So eine Naturkatastrophenteil, das Sachen auslöscht. Ich glaube eher nach einem Festival. Ja, ich sag auch lower. Wobei bin ich hier? Ja, 3600. Wir hatten recht, Jordi, die müssen wir nicht überdenken. Was zum Fick, was haben wir für komische Dinge? Jetzt kommt Kyle Field. Das ist irgendein Stadion. Von den Texas A&Ms. Ich würde sagen, es wird nicht viel gegoogelt, aber es wird zumindest mehr gegoogelt als dieser Zyklon. Also ich denke, es ist stabil so. Auch. Ich sag so 7 oder 8.000. Denke ich auch. 9.900. Ich hatte schon mal mehr Aufrufe auf ein Video als Leute, die dieses Stadion gesucht haben. Kannst du mal... Was ist eine Sexually Transmitted Infection? Warte, jetzt wo ich lese, ich glaube, das sind Geschlechtskrankheiten. Also so Sachen, die beim Sex übertragen werden. Ja, Tripper oder so. Mehr gesucht. Ja, die Leute suchen Tripper. Aber auch nur 12.000. Sag ich doch, Gesundheitsthemen oder Rente juckt die Leute nicht. Eine Hundeversicherung. Das haben wir eigentlich. Was? Ja, halt so eine Versicherung, wenn dein. Wenn deinem Hund irgendwas passiert, dass er dann halt irgendwie abgesichert ist. Meinst du, es wird mehr als sexuell übertragbare Krankheiten gesucht? Ihr seid beides. Ich glaube, ich würde fast sagen lower, aber ich weiß nicht, vielleicht auch higher. Du musst gucken, dass es eine Hundeversicherung gibt. Ja, aber vielleicht, ich glaube, die Leute machen sich eher Sorgen um ihre Hunde, als um ihre, um das, was in ihrem Schritt abgeht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es higher ist. Machen wir mal higher. Ja, 246.000. Den Leuten sind Geschlechtskrankheiten halt echt egal. ich habe Vanta Black. Ist das eine Farbgebung? Ich glaube schon. Ich würde lower sagen. Ja. Ist eine Substanz aus gerichteten Kohlenstoff... Nanoröhren, die extrem wenig eingefallenes Licht reflektiert und natürlich tiefschwarz ist. Es gilt als das schwärzeste Schwarz der Welt. 200.000. Okay, jetzt muss ich wieder googeln. Was haben wir eigentlich dieses Mal für Dinge, dass man nichts wirklich kennt? Das ist das Beirut Barracks Bombing. Irgend so ein Angriff wahrscheinlich so von US-Stützpunkt in Beirut 1983. Wurde vom Iran irgendwie zerbombt. Ich würde lower sagen, weil das klingt scheiße irrelevant. Es war halt irgendwann 1983 oder so. Ist jetzt kein entscheidendes gesellschaftliches Event oder so. Ja, ich würde auch lower sagen. 880! Ich glaube, wir hatten noch nie so eine kleine Zahl. 880 Leute haben das gesucht. Und ich wette, die Hälfte davon müsste irgendwie einen Vortrag für die Schule oder Universität oder so darüber machen. Und der Rest sind wahre amerikanische Patrioten. Ich weiß nicht, was Everton ist, aber es ist ein Fußballverein und ich würde sagen, nichts wird weniger gegoogelt als das Beirut Barrack Bombing. Ich sag higher. Safe higher. Ja, 1,8 Millionen. Ein bisschen higher. Ein bisschen. Oh, wir haben. Wie viel hatte Temple Run, weißt du das noch? Das hatte viel zu viel für das, was es sein sollte, oder? Also ich irgendwie 600 Millionen gehabt? Oder 600.000? Ich glaube, es hat es nicht sogar über eine Million. Könnte auch sein, stimmt. Aber ich glaube, es war weniger als... Das ist sogar weniger als irgendwie... Ich meine, es war mehr gewesen. Waren es nicht irgendwie 6 Millionen? Oder waren es nicht sogar 6 Millionen? Hey, wollen wir es... Okay, das ist jetzt schwierig. Davon hängt es jetzt, wir haben gerade einen Score von Siegen, davon hängt es jetzt ab, ob wir den Highscore knacken können oder nicht. Also halt sehr schwierig, weil eigentlich müssten wir es wissen. Ich glaube, es war viel, ich weiß nicht mehr, gegen was Temple Run angetreten ist, aber es hat uns super hart gewundert, dass es überhaupt so nah an so weit war. Higher oder lower? Weiß ich nicht, das ist die Frage dieses Spiels. Wollen wir higher machen? Higher. Ja, es waren 6 Millionen. Wir haben unseren Highscore geschlagen, Johnny.
Wir haben eine 8. Erstmal Devin. Wir haben Will Chamberlain. Das ist ein Basketballspieler. Ja, low. Ja, 200.000. Du bist kein Temple Run. Antisemitismus. Was? Also ich könnte mir vorstellen, dass Antisemitismus auf jeden Fall häufiger gegoogelt wird als das Judentum. Aber ich weiß nicht, ob so viel gegoogelt wird wie Will Chamberlain. Obwohl, ich könnte mir auch vorstellen, dass es richtig viel gesucht wird. Ja, können wir auch irgendwie vorstellen. So, weil es ja öfters in der Kritik so und dann suchen es Leute irgendwie als Judentum. Ja, suchen wir mal. Versuchen wir mal, ja. Ja, 246.000. Was zum Fick? Wir haben schon, wir haben wieder eine uralte Serie, irgendwie, die nur 12 Folgen geht. Uff. BBC. Das ist in England. Farwellty Towers. Das war eine Serie. Eine britische Sitcom aus den 70ern. Klassiker der Britcons. Reicht Platz 1 bei bla bla bla. John Cleese ist da drin. Prunella Scales. Connie Booth. Andrew Sachs. Ballard Berkeley. Brian Hall. Ich würde sagen mehr. Echt? Das könnte auch, ich könnte auch lower sein. Könnte auch so ein super britisches Ding sein. Hm, vielleicht doch eher lower. Dein Echt hat mich überzeugt. Lower. Ja, 90.000 nur. Ja, lass mich schon. Okay, das ist Scheidungsanwälte. Ich sag higher. Ja, die Leute lieben es, sich scheiden zu lassen, aber sie lieben es nicht, sich Fawlty Towers anzuschauen. Das stimmt. Sich scheiden zu lassen ist ja auch in letzter Zeit so zum Trend geworden. Deswegen bin ich nicht verheiratet. 40.500, wir haben verloren. Wir hätten an die Ehe glauben sollen. Aber ey, wir haben eine 9. Eine 11 sogar. Zweistellig. Perfekt. Ja. Nebenziel erreicht. Jetzt kann ich gut schlafen. Ja, das war auf jeden Fall das Higher-Lower-Game. Es war eine nette Sache. Ich hatte meinen Spaß. Wir haben sehr seltsame Dinge gelernt. Wie oft die Leute Hitler suchen und dass die Leute eine seltsame, das Internet hat eine seltsame Obsession mit Popeye und Temple Run. Und kein Arsch juckt sich für dieses Bombing in Barclay. Das fand ich voll interessant.